Wir sind da in Kiripotip. Das ist eine Farm in Namibia, ungefähr 150 Kilometer von Windhoek entfernt. Und eine tolle Sache da ist, dass man sehr gut Segelfliegen kann. Also überhaupt in Namibia, aber da in Kiripotip ist es halt besonders gemütlich, weil da wohnen wir da in diesen kleinen Hütten und Zimmern direkt neben unseren Flugzeugen, die da abgestürzt sind. Ja, das ermöglicht uns, da Gäste einzuladen, denen diesen schönen Sport und dieses schöne Land von oben zu zeigen. Ich fliege Segelflugzeuge und ganz besondere Veranstaltungen, Flying with the Champions. Ich sitze im hinteren Sitz und versuche hier anderen Segelfliegern die Gegend und das schnelle Fliegen beizubringen. Das ist jetzt das dritte Mal, dass wir das machen. Flying with the Champions ist so eine Idee von Ludwig und von mir. Leuten, die sich weiterbilden wollen im Segelflug, die Möglichkeit zu geben, mit sehr erfahrenen und guten Segelfliegern im Doppelsitzer zu fliegen. Und um eben dem Ganzen noch das Sahnehäubchen aufzusetzen, haben wir uns auf unsere Fahnen geschrieben, dass derjenige mit einem ehemaligen Europameister oder Weltmeister fliegen kann im Doppelsitzer. Das ist ja auch nicht so ohne. Die Sicherheit hat immer Vorrang. Das heißt, wir müssen sehr vorsichtig sein. Wir haben Geräte, die dementsprechend Belastungen ausgesetzt sind. Das prüfen wir. Wir sind dort mit Checks unterwegs. Wir kontrollieren unsere Fluggeräte. Wir passen auf, was in der Luft passiert. Wir orientieren uns natürlich auch in Lufträumen hier. Gerade in Namibia ist das sehr wichtig. Das sind all die wichtigen Dinge letztendlich, die die Voraussetzung sind, damit wir das Flugzeug immer heil rauf und natürlich auch wieder heil runterbringen. Das ist eigentlich A und O, ist die Sicherheit, persönlich für mich. Erste Mal in Namibia mit Stefano und wir hatten einen ganz tollen Flug. Es gab 601 Kilometer, obwohl Stefano meinte, das sei nun mal spazieren fahren. Und morgen geht es richtig los. Hat toll Spaß gemacht. Die Landschaft hier in Namibia natürlich unfassbar, die Farben, das Gebirge. Wenn man Doppelsitzer fliegt, hat man auch viel mehr Zeit zum Rausschauen. Man ist immer nicht nur am Flugweg optimieren. Und die zweite große Leidenschaft ist sicherlich das Wettbewerbsfliegen. Und das tun wir, weil wir fliegen besser können wie die meisten anderen und das auch gerne uns selber beweisen und auch anderen beweisen. Das ist eine klare Motivation, wie jeder, der einen Wettbewerb fliegt. Einfach, wenn er was gut kann, dass er sich gerne mit anderen messen möchte. Als Weltmeister oder als Europameister, wie die ganzen Trainer hier sind, versucht man ja immer auch ein bisschen was zurückzugeben. Ich meine, für uns ist die Segelfliegerei irgendwann das Fliegen an sich fast automatisch. Selbstverständlich kann ich nicht ganz sagen, aber das Fliegen selber geht wie von alleine. Und da finde ich die Initiative von Ludwig Starkel und von Wolfgang Janovic sehr reizvoll, dass man die Kenntnisse, die man hat, auch an den Trainees weitergeben kann. Und das Schöne ist, dass die ganze Sache auch international ist. Wir haben hier meinen Schützling aus Kanada, wir haben Deutsche, wir haben Schweizer. Überall aus der Welt kommen die Leute her, um mit uns und zusammen diese gewaltige Segelfliegerei in Namibien zu entdecken und zu erfliegen. Den Flieger kenne ich nicht. Und das war wirklich anstrengend am Anfang, wenn man den Flieger nicht kennt. Ja. Aber es ist, nach 6 Stunden ist dann gegangen. Und ja. Arg. Das Spielen mit der Natur, das Einssein mit der Natur, diese Optik, egal ob es in Europa über den Alpen ist, mit Gletscherseen, Bergsteigern, Steinadlern oder hier in Afrika. Es ist einfach ein absolutes Privileg, was wir hier als Segelflieger erleben dürfen. Und da bin ich auf meine alten Tage und als Großvater nochmal dreimal dankbar dafür.